Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu meinen Bücher-Neuzugängen der letzten Wochen bzw. Monate. Ich habe in meinem Comeback-Video versprochen, dass ich dir alle Bücher zeige, die in letzter Zeit bei mir eingezogen sind. Hier sind sie. Ich habe sie neben mir aufgestapelt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Video und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich dir alle Bücher zeige, möchte ich einmal ganz lieb Danke sagen für alle Reaktionen auf mein letztes Video. Ich war echt aufgeregt und irgendwie auch ein bisschen nervös, es hochzuladen. Und ich bin wirklich überwältigt von der ganzen Liebe, die ja, mir einfach entgegengebracht wurde. Also vielen Dank für alle Kommentare, für alle Nachrichten. Ich komme noch nicht ganz hinterher, auf alles zu antworten, aber das möchte ich auf jeden Fall noch tun. Und ja, bin jetzt erst recht heiß darauf, neue Videos für dich zu drehen, weil ich es echt krass vermisst habe. Und auch wenn ich in letzter Zeit nicht so viel gelesen habe, kann ich dir mal eins sagen. Mit dem Büchershoppen habe ich mir trotzdem nicht zurückgehalten, ne? Sagen wir mal, wie es ist. Das sind die Bücher, die bei mir eingezogen sind. Einige davon, muss ich jetzt ehrlicherweise aber auch sagen, sind mir geschenkt worden oder sind Rezensionsexemplare. Aber ich kann dir vielleicht mal zuallererst ein paar Bücher zeigen, wo ich jetzt nicht so doll drauf eingehe, weil das Kinderbücher sind und es nicht für jeden jetzt so spannend ist. Aber ich weiß nicht, ob du das so kennst. Man liegt im Bett oder auf der Couch und man denkt sich so, eigentlich müsste ich jetzt mal schlafen gehen. Und dann denkt man, naja, ich könnte ja nochmal bei Rebuy oder Medimobs gucken, ob es da was so gibt, ne? Was mir gefallen könnte. Machen wir uns nichts vor, irgendwas landet im Warenkorb und bei mir war es so, dass ich ein einziges Buch kaufen wollte. Und dieses eine Buch war ein Buch von Felix dem Hasen, ja? Ich sag dir, warte mal, welches war denn das überhaupt? Das war das hier. Warte, das ist das einzige Felix-Buch, was ich früher besessen habe. Nämlich Flaschenpost von Felix, ein kleiner Hase sammelt Kochrezepte aus aller Welt. Ich weiß, dass meine Mama das auch noch zu Hause hat. Das ist auch so ein größeres Format als die normalen, ja, siehst du gleich. Ich weiß, dass meine Mama das zu Hause hat, aber da sie das erste Mal Oma wird und ich das erste Mal Tante, dachte ich, nein, das behalten wir alles für die Kleine. Aber ich will das haben so als Erinnerung, ne? Weil manchmal schwelgt man ja so in seinen Kindheitserinnerungen und dann muss man das unbedingt haben. Und ich wollte das hier unbedingt haben. Soll ich dir sagen? Es blieb nicht bei dem ein. Ich habe dann gedacht, ach, guckst du mal, was es noch so gibt. Naja, es gab ziemlich viel, was soll ich dir sagen. Es gab unter anderem mit Felix auf großer Deutschlandreise. Dieses Felix-Buch kannte ich vorher gar nicht. Ich wusste nicht, dass das existiert. Und für alle, die diese Bücher vielleicht nicht kennen und sich jetzt denken, was ist jetzt so das Besondere daran? Die sind ja aus dem Koppenrad Verlag. Ich liebe ja eh alles aus dem Koppenrad Verlag, weil da immer süße Dinge mit dabei sind, die einfach Spaß machen beim Lesen. Und das Besondere an Felix dem Hasen ist, dass er immer so um die Welt tingelt und Briefe schreibt. Und diese Briefe kannst du halt wirklich so aufmachen. Also du kannst diesen Umschlag öffnen, den Brief rausholen und dann hast du hier, jetzt zeige ich dir einfach jetzt random und rein, einen Brief, dann noch mit so Zeichnungen. Und das finde ich so süß und das fand ich so cool als Kind. Und es macht einfach richtig Spaß. Und vor allem jetzt hier bei dem, mit der Deutschlandreise lernst du sogar noch was dazu. Nur, die beiden habe ich mir jedenfalls geholt. Naja, und dann folgten noch, ich kann nicht zählen, 5 andere. Da habe ich mir noch Weihnachtsbriefe von Felix geholt, weil ich dachte, naja, Weihnachten kommt ja auch, da will ich ja auch ein Weihnachts-Felix-Buch haben. Brauche ich, habe ich mir gedacht. Genauso wie Felix bei den Kindern dieser Welt, wo er eben ganz viele verschiedene Orte besucht, um ja einfach zu sehen, wie die Kinder dort leben. Da lernst du auch wieder was. Also ich investiere in meine Bildung, könnte man sagen. Dann habe ich noch Zirkusbriefe von Felix. Das hatte ich tatsächlich auch mal. Und ich weiß noch, dass hier hinten drauf eigentlich so ein Dingens war. Hier so ein, ja wie so ein fetter Umschlag. Und da waren so Zirkustücher drin. Oh, das ist hier hinten drin. Aber sie sind nicht mehr drin, glaube ich. Hier, das sind so ein Tücher zum Hochwerfen gewesen. Auch süß. Dann noch abenteuerliche Briefe von Felix. Und, Moment, das letzte, neue Briefe von Felix. Die habe ich mir alle gekauft. Und zwar, ja, so gut rabattiert, wie es halt irgendwie ging. Und dann dachte ich, naja, schlägst du zu. Ist ja okay, kannst du dir ja mal gönnen. Dass ich mir eigentlich andauernd denke, kannst du dir ja mal gönnen und mein Konto deswegen weint, muss ich vielleicht nicht erwähnen. Aber, ja, so war das auf jeden Fall in dieser einen Nacht, in der ich dachte, ich brauche jetzt alle Felix-Bücher. Ich glaube, es gibt aber noch mehr. Die werde ich dann auch nach und nach noch holen, wenn ich sehe, dass sie irgendwo im Angebot sind. Die habe ich mir jedenfalls neu geholt. Und dann siehst du hier aufgereiht alle Bücher, die ich noch so geholt habe. Ich zeige dir mal, das ist der dickste Klopper.
Das habe ich allerdings zum Geburtstag geschenkt bekommen. Nämlich die komplette Harry Potter Gesamtausgabe in dieser Schmuckausgabe von Carlsen. Ich finde das so schön. Also hier sieht man jetzt nichts, das ist jetzt kein Farbschnitt oder so, aber du siehst, wie dick das ist. Das wiegt ungefähr 800 Kilo, hätte ich jetzt geschätzt. Ich bin sehr gut im Schätzen. Und das Papier ist wirklich wie so dünnes Bibelpapier. Ich will dir das mal zeigen, damit du siehst, wenn man, also man kann da richtig durchgucken eigentlich. Und da sind wirklich alle Bücher von Harry Potter drin. Das ist natürlich jetzt nichts, was man mal mit in der Tasche nimmt und in der U-Bahn liest. Brauchen wir uns auch nichts vormachen, aber das schmückt mein Regal doch sehr. Und es ist so aufbereitet, dass du in jedem Buch, was in diesem Buch steckt, so einzelne Kennzeichnungen hast. Also fürs erste Buch ist es so, dass du innen drin, warte mal, hier die Schachfiguren hast. Im zweiten Buch dann was anderes und so weiter. Ich zeig dir mal noch was. Warte. Das beispielsweise beim letzten dann hier so. Das ist echt schwer, Dementoren. Also echt schön gemacht, vor allem von außen. Das habe ich auf jeden Fall zum Geburtstag geschenkt bekommen und mich darüber, ja, sehr gefreut. Hier sind ein paar Notizbücher, die ich dir gerne zeigen will, aber erstmal zeige ich das, was dich eigentlich interessiert. Und das sind vermutlich nicht Felix Bücher, sondern alles andere. Du siehst hier schon eins mit Farbschnitt, hier eins mit Farbschnitt, da eins mit Farbschnitt. Und ich hatte ja auch in dem Q&A über Farbschnitte gesprochen und dass ich das jetzt gar nicht unbedingt brauche, weil ich es sehr schön finde. Und eins habe ich mir aber bewusst mit diesem Farbschnitt gekauft und das ist das. Aber kommen wir erstmal zu dem ersten, was oben drauf liegt. Und das ist ein Buch, was ich auch im letzten Video schon gezeigt habe und auch fast durch habe, ist von Kim Frieden, All the Things I Never Talked About, Teil 1. Kim ist eine junge Autorin, die mich angeschrieben hat, mir eine ganz süße E-Mail geschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, ihr Buch zu lesen. Und normalerweise bin ich ja jetzt seit Monaten in dem Modus, dass ich, wenn ich überhaupt auf irgendwas antworte, sage, nein, ich kann jetzt gerade nicht. Aber sie hat dann von sich erzählt. Sie hat mir erzählt, dass es ihre Geschichte ist, dass sie über ihre Depression spricht, dass sie über ihren Klinikaufenthalt spricht, dass sie über ihre Therapie spricht und das alles eben so aufbereitet hat, dass es Hoffnung macht. Dass es was ist, wo man, wenn man vielleicht selbst davon betroffen ist oder Angst davor hat und eigentlich sich schon lange denkt, ich würde gerne Therapie machen, sich vielleicht irgendwie Inspiration von ihr holt. Und ich würde behaupten, soweit wie ich jetzt bin, also mir fehlen jetzt gleich noch 50 Seiten oder so, hat sie das auch echt gut geschafft. Sie schreibt auch sehr lustig, sie schreibt sehr ehrlich, sehr authentisch, sie schreibt von all ihren Ängsten und sie beschreibt es aber so, dass ich mich in gewissen Punkten echt gut wiederfinden konnte, weil ich dachte, ja, dieses Gefühl kenne ich. Und ich finde, dass Kim damit wirklich was sehr Wichtiges gemacht hat und was aber gleichzeitig vermutlich auch sehr viel Mut erfordert. Sie hat sich nämlich, ja, einfach der Welt so präsentiert, wie sie ist. Schonungslos. Und das finde ich richtig gut. Ich habe ein paar E-Mails mit ihr hin und her geschrieben und sie ist wirklich eine mega sympathische junge Frau. Ich bin gespannt auf die letzten 50 Seiten. Das ist im KLHE Verlag erschienen. Kannst ja mal schauen. Ich werde die auf jeden Fall natürlich auch alle verlinken. Und weil da Teil 1 steht, vermute ich mal, dass auch noch ein zweiter Teil kommen würde. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Kann ich dir echt ans Herz legen, wenn du dich mit dem Thema mal auseinandersetzen willst. Das hat sie mir jedenfalls zugeschickt vor ein paar Wochen und mir gefällt es bisher sehr, sehr gut. Bei den anderen Büchern, muss ich dir sagen, habe ich noch gar nicht reingelesen. Deswegen kann ich dir dazu ja noch nicht meine Meinung sagen, weil wir nehmen mal das nächste. Und das ist ein Buch, was mein Kollege mir geschenkt hat. Ich war vor, boah, ich kann es dir gar nicht mal mehr sagen, vor ein paar Wochen auf jeden Fall im KZ Sachsenhausen. Das ist in der Nähe von Berlin, also es ist nicht so eine weite Fahrt. Ich war da auch schon mal, aber ich war jetzt nochmal und habe mit meinem Kollegen darüber gesprochen. Und er hat erzählt, dass er schon sehr oft dort war. Das ist ja eine Gedenkstätte, ne? Und er hat erzählt, dass er damals dort ein Buch gekauft hat von einem ehemaligen Lagerältesten dort, der eben über seine, ja, Erlebnisse genau dort erzählt hat. Und dass das ein Buch ist, was es so jetzt nicht mehr unbedingt gibt und dass er mir das mal mitbringen würde und mir das ausleiht. Und er hat dann gesehen, ich weiß, ja, bei Medimops wahrscheinlich, gekauft und es mir geschenkt. Und zwar ist es dieses hier, Mein Leben im KZ Sachsenhausen von 1936 bis 1942 von Harry Naujoks, wo er wirklich seine ganzen Erlebnisse schildert. Ich habe noch nicht reingelesen, was einfach daran liegt, dass das natürlich ein Thema ist, was sehr emotional ist. Und da es bei mir manchmal jetzt ja gerade ein bisschen schwierig ist,
gehe ich sowas sehr behutsam an. Ich möchte dem dann auch volle Aufmerksamkeit widmen, weil es einfach seine Lebens- und Leidensgeschichte ist. Und werde mir auch, denke ich, alles Mögliche markieren, nach und nach wirklich ja, alles durchgehen und dann natürlich auch davon berichten. Und dann möchte ich auch nochmal zur Gedenkstätte fahren. Vielleicht sieht man das dann auch nochmal mit anderen Augen. Du hast natürlich vor Ort ganz viele Dinge, die du dir anhören kannst mit diesem Audio-Guide. Du hast ganz viele Geschichten, die du erfährst. Aber ich glaube, nochmal so ein ganzes Buch darüber zu lesen, ist nochmal anders. Das ist jedenfalls ein Buch, was ich auch geschenkt bekommen habe. Und dann war ich, wann war denn das? Anfang Juni, glaube ich, auf TikTok unterwegs und bin über ein Video gestolpert. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber das finde ich bestimmt noch raus, dann kann ich es dir auch verlinken. Über eine Frau, die gesagt hat, ich schäme mich für mein Leben und ich kriege nichts auf die Reihe. Ich bin irgendwie, ich glaube, sie ist 40 geworden. Und meinte dann, ich bin finanziell nicht gebildet, ich habe keinen Partner, ich habe hier irgendwie nichts, ich wohne in einer Einzimmerwohnung, für die ich mich schäme. Und irgendwie will ich jetzt einfach was ändern. Und ich fand die mega sympathisch. Und die ist über dieses Buch hier gestolpert. Über Mind Magic von James R. Doty. Wie du dein bestes Leben manifestierst, neurowissenschaftlich erklärt. Und hat erzählt, dass das eben eine Challenge ist. Ich weiß gerade nicht mehr, wie lange. Ich glaube 42 Tage oder vielleicht auch ein bisschen länger. Wo du wirklich jeden Tag etwas an deinem Leben änderst. Und damit meine ich nicht, dass du dann gleich komplette Gewohnheiten über den Haufen schmeißt, sondern Kleinigkeiten. Sei es, dass du anfängst, dir ein Dankbarkeitstagebuch anzulegen oder dass du 5 Minuten eher aufstehst, um, was weiß ich, Zahnseide zu benutzen. Keine Ahnung. Und das ist hier wohl, meinte sie, alles so gut erklärt, dass man auch versteht, warum wir so ticken, wie wir ticken und wie man es schafft, bestimmte Dinge auch zu ändern. Das ist so aufgebaut, dass du erstmal auch lernst, wie du manifestierst. Also darum geht es auch viel. Du hast verschiedene Kapitel mit verschiedenen Schritten. Also du kriegst den ersten Schritt, wo du deinen Geist sozusagen fokussieren sollst. Den zweiten Schritt, wo du für dich wirklich verstehst, was du eigentlich möchtest. Damit du auch weißt, was du eigentlich ändern willst. Weil manchmal sitzt man ja da und denkt so, okay, ich bin unzufrieden, aber ich weiß eigentlich gerade gar nicht so richtig, wieso. Um dann eben auch die Hindernisse im eigenen Geist zu beseitigen, um dann die Intention im Unterbewusstsein zu verankern, dann das Ziel leidenschaftlich zu verfolgen und dann sich der Magie sozusagen zu öffnen. Genau. Und hier steht es drin, hätte ich ja mal vorher nachgucken können, es ist ein 6-Wochen-Plan, den du dann eben machen kannst. Das möchte ich auch auf jeden Fall machen. Der erste Schritt war, dieses Buch zu kaufen. Natürlich sofort brauchte ich das. Und dann liegt es hier seitdem rum, aber ich habe es nicht vergessen. Ich habe es immer schön neben dem Bett und werde damit mal anfangen. Und ich habe auch überlegt, ich weiß halt nicht, wie spannend sowas für dich ist, ne? Aber ich fand es so cool, ihr dabei zuzusehen, jeden Tag bei TikTok, wie sie Tag für Tag berichtet, was sie jetzt da machen soll und wie es ihr geholfen hat. Und ich habe überlegt, ob ich so eine Art Videotagebuch mache oder ob ich halt, weiß ich nicht, mich jede Woche irgendwie hinsetze, halt über 6 Wochen und dir davon so ein bisschen erzähle. Und vielleicht hat ja der ein oder andere sogar Lust, da mitzumachen. Du kannst ja mal sagen, was du davon hältst und ob du darauf auch Lust hättest, dann könnte man ja vielleicht das auch irgendwie zusammen machen oder so. Fände ich eigentlich ganz cool. Vielleicht hast du Lust. Kannst du ja mal sagen, ob dich sowas interessieren würde oder nicht. Weil dann könnte das so ein, ja, so ein 6-Wochen-Format hier irgendwie sein, dass man jede Woche mal erzählt, wie das so war. Ja, finde ich irgendwie cool. So, jetzt komme ich aber natürlich auch zu Büchern, die, die jetzt auch für alle spannend sind, die jetzt sich nicht irgendwie mit einem KZ oder mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen wollen. Ein Buch, was im Juni rausgekommen ist und wo ich eigentlich sogar die Chance gehabt hätte, den Autoren zu treffen. Das ist einer meiner liebsten Autoren. Ich habe den Sticker jetzt mal noch abgemacht. Ich habe es auch immer noch nicht gelesen. Ist von Chris Carter, der Totenarzt. Und da hatte der Verlag mich damals angeschrieben und gefragt, ob ich da mitmachen wollen würde. Ich habe auch bei Instagram einen Post gemacht. Das war allerdings zu einer Zeit in meinem Leben, wo ich wirklich überhaupt nicht klar kam. Wo ich eigentlich also den Kopf so voll hatte mit anderen Dingen, dass Instagram und YouTube gar nicht relevant für mich waren. Ich konnte gar nicht. Und deswegen habe ich das Buch auch noch nicht gelesen. Und es gab eine Aktion,
ein Event, wo Chris Carter eben auch in Berlin war. Das war genau an meinem Geburtstag, also sehr blöd gelegen für mich persönlich. Ich glaube, dass das Event richtig, richtig cool war. Und ja, in den Geschichten von Chris Carter geht es ja immer um extrem brutale Mordfälle. Robert Hunter und Carlos Garcia ermitteln zusammen. Und hier ist es so, dass es ein Verkehrsopfer gibt, aber dieses Verkehrsopfer weist Foltermerkmale auf, also Foltermale. Und die sind auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sichtbar, weil sie sehr fein sind, aber haben zum Tod geführt. Und ja, da denkt man sich natürlich, okay, da hat ja jemand versucht, seine Morde so zu verschleiern, dass es vielleicht eher aussieht wie ein Verkehrsopfer, aber eigentlich, ne, ist ein Serienmörder am Werk. Und ja, es ist wie immer, nur Hunter kann diese Morde stoppen. Es wiederholt sich. Also ehrlicherweise sind die Bücher natürlich auch immer so ein bisschen nach Schema F. Aber ich liebe es einfach. Ich finde es gut geschrieben. Es ist so, dass man sich immer darin verliert. Und ich denke, dass es auch beim Totenarzt wieder so sein wird. Deswegen bin ich gespannt drauf. Also solltest du gewartet haben auf einen neuen Teil, das ist er. Und ja, hier ist übrigens Chris Carter, falls du den schon immer mal sehen wolltest und ihn noch niemals gesehen hast. Ja, das ist bei mir eingezogen als Rezi-Exemplar. Genauso wie dieses Buch, Views von Marc-Uwe Kling, sensible Inhalte. Da kann ich auch mal den Sticker abmachen. Mache ich mal direkt mit dir. Das ist vom Ullstein Verlag und auch das wurde mir zugeschickt. Na, kann der Sticker hier mal halten. Und ja, das ist das neueste Buch von Marc-Uwe Kling. Der hat ja auch die Känguru-Chroniken geschrieben unter anderem. Und da heißt die Hauptfigur Lena. Das hat mich natürlich sofort mal interessiert, weil ich dachte, ah, okay, wenn ich ein Buch lese, wo die Hauptfigur Lena heißt, dann fühle ich mich irgendwie immer direkt angesprochen. Sie ist 16 und die verschwindet spurlos. Und es ist so, dass sie 3 Tage später in einem Video wieder auftaucht. Und dieses Video verbreitet sich sehr, sehr schnell. Deswegen vermutlich der Name Views. Das ist aber ein Video, in dem es ihr nicht gut geht, sondern wo sie, ja, was ein sehr verstörendes und ein sehr brutales Video wohl sein soll. Und es ist dann so, dass eine BKA-Kommissarin Lena finden soll und natürlich auch den Täter finden soll. Ja, und wie das dann alles so vonstatten geht, wird man dann hier erfahren. Ich habe es noch nicht gelesen, so wie alle anderen, die ich dir zeige, habe ich ja schon gesagt. Mal gucken. Klingt auf jeden Fall erstmal, finde ich, sehr, sehr spannend. Genau. So, dann habe ich ein Buch und ich weiß gerade nicht, ob ich dir das schon gezeigt habe in meinem letzten Video, bevor ich dann weg war. Ein Buch von einer Abonnentin geschenkt bekommen und zwar dieses hier von Rüdiger Neberg. Echt verrückt, erlebte Geschichten, so sieht es aus. Und ja, der erzählt einfach, was er in seinem Leben alles so erlebt hat. Sei es hier, warte, ich kann dir das mal hier sagen, hinten steht drauf, ich glaube, ich finde es sonst schwer, es zusammenzufassen. Die geföhnte Maus, der Grazer Yogi und Hausfrau Heike, die das Survival-Wochenende im Preisausschreiben gewann. Rüdiger Neberg, der als wandelndes Insektenvertilgungsmittel salonfähig wurde, erzählt seine verrücktesten Erlebnisse. Humorvoll, selbstironisch und schonungslos ehrlich. Und meine Abonnentin meinte, dass sie das wirklich richtig witzig fand, richtig spannend. Und man ja einfach Geschichten erfährt, die man dann selber auch gerne weitererzählt. Deswegen hier steht auch drauf, Freunde skurriler Lagerfeuergeschichten sollten sich das Buch nicht entgehen lassen. Ich finde, das klingt sehr, sehr gut. Ich liebe skurrile Geschichten. Ich liebe es, wenn man so Dinge liest, die man dann auch gerne weitererzählt und sagt, hey, weißt du, was ich noch nicht gelesen habe? Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Buch von Rüdiger. Genau, und bin natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich das geschenkt bekommen habe. Ja, jetzt kommen wir zu einem Buch, was ich mir gekauft habe. Und zwar sehr bewusst und ich weiß nicht, wieso ich es immer noch nicht angefangen habe zu lesen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Angst. Vor allem habe ich mich geärgert, weil ich direkt nach dem Kauf es in die Tasche gepackt habe und es hier eingerissen ist. Das ist ein Buch mit Farbschnitt und hier ist auch ein Sticker drauf. Das Buch ist eine Empfehlung, die ich bekommen habe, als ich gefragt habe, ob jemand Ideen hat für ein Buch, was ähnlich ist wie Die 7 Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Weil ich das so geliebt habe, die ganzen Erzählungen über sie, und ich wollte irgendwas, was in die Richtung geht. Und mir wurde ganz oft gesagt, dass das Buch von Bonnie Garmus so ähnlich ist. Hier geht es eigentlich um eine junge Frau. Oh, hier ist noch der Bon drin. Habe ich gekauft am 1.6. Jetzt haben wir Ende August.
den Bon lassen wir mal ganz schnell verschwinden. Es geht um Elizabeth und Elizabeth ist eine Chemikerin, die später aber in einer Kochsendung mitmacht. Sie ist irgendwann auch alleinerziehende Mutter eines kleinen Mädchens und sie ist, das Buch spielt in den 60ern, wo ja eigentlich die Herren das Sagen haben. Und sie versucht, die Frauen durch diese Kochshow zu ermutigen, ihr Leben selbst in die Hände zu nehmen. Und das soll sehr doll an den Charakter von Evelyn Hugo rankommen irgendwie, aber trotzdem was ganz Eigenes sein. Ich habe jetzt gerade erst, und es ist wirklich, also ich schäme mich auch ein bisschen sehr und habe auch überlegt, ob ich das jetzt sage, aber ich habe gerade gesehen, dass das sogar ein signiertes Buch ist. Guck mal, und ich überlege gerade, ich glaube, das ist aber rein gedruckt. Das weiß ich gerade nicht, wie ich hier auch gucke. Nur so, was ist das? Ich brauche nur noch so eine Lupe, dann bin ich hier dieses Monokel-Emoji. Soll sehr, sehr gut sein. Das hat Phil auch empfohlen von Phil so Sophie. Und er meinte, er fand es richtig gut. Ja, und das gab es eben entweder als, sag ich mal, ein normales Buch mit einfach hier weiß. Und dann gab es aber auch das und das fand ich irgendwie cool. Und dann dachte ich, das kostet gleich viel, nehme ich mit. Mal schauen. Das möchte ich auch bald wirklich lesen, weil ich glaube, dass mir das sehr gut gefallen wird. Ein anderes wunderschönes Buch ist eins, was ich auch in dem Sinne noch nicht gelesen, aber schon durchgeblättert habe, weil ich einige Geschichten davon auch kenne. Und zwar ist es diese Schmuckausgabe aus dem Koppenrad Verlag, die mir zugeschickt wurde, Geschichten von Edgar Allan Poe. Ich liebe Edgar Allan Poe. Ich habe auch mal auf meinem Kanal zwei Hörspiele selber eingesprochen, die von Edgar Allan Poe waren. Und meine Liebe so zu Edgar Allan Poe hat begonnen in der 8. Klasse, als ich Englisch als Wahlpflichtfach B hatte. Ich hatte nämlich zweimal Wahlpflichtfächer und es war beides Englisch. Und meine Englischlehrerin von damals kommt selbst aus den USA und hat versucht, uns auch so diesen amerikanischen Lebensstil näher zu bringen. Wir haben Baseball gespielt, wir haben Brownies selber gebacken, aber wir haben auch sehr viel Literatur mit ihr durchgenommen. Unter anderem auch viele Gedichte auf Englisch von Edgar Allan Poe. So bin ich da rangekommen und meine liebste Geschichte von damals ist The Raven. Und hier sind eben verschiedene Geschichten von ihm drin und das ist wieder so schön aufgemacht. Also mal davon abgesehen, schon allein das finde ich schön, hast du wirklich im Buch wieder ganz wunderschöne Zeichnungen. Du hast hier solche Briefe mit drin. Du hast alles, was einfach Spaß macht, um dich eben auch mal mit Klassikern auseinanderzusetzen hier drin. Und ich habe mich natürlich besonders hier gefreut über das mit dem Raben. Ich kann es auf Englisch tatsächlich immer noch auswendig, zumindest die ersten zwei Strophen. Und ich werde dir das auch noch mal ganz detailliert zeigen, wenn ich da noch mehr mich mit beschäftigt habe. Ich hoffe, du hörst mein Handy nicht so laut im Hintergrund. Das ist nämlich da und ich habe vergessen, es leise zu machen und jetzt bingt es hier rum, weil mir irgendjemand schreibt. So. Unverschämt, wer schreibt mir Nachrichten, weißt du? Naja, eigentlich freue ich mich und will wissen, wer es ist. Naja, ich habe mir noch ein Buch gekauft, weil meine Freundin Kathi es mir empfohlen hat und das ist dieses hier, The Stranger Times von C.K. McDonald. Und hier geht es um eine Wochenzeitung, The Stranger Times. Und das ist so die Zeitung, wo vieles Unerklärtes Unerklärliches berichtet wird. Ich finde es voll schwer, das zusammenzufassen. Kathi meinte auch, das ist sowas ganz Eigenes irgendwie. Und als Hannah ihre erste Arbeitswoche dort hat, passiert wieder was, wo sie sagen, okay, wir müssen jetzt gucken, was da irgendwie los ist. Und Hannah und ihre Kollegen sind dann schockiert, steht hier hinten drauf. Und einige der Geschichten, wo sie selber dachten, ach, das ist absoluter Quatsch, werden dann sehr real. Ja, da spielt wahrscheinlich wieder sehr viel Fantasy auch mit rein, aber auch viel britischer Humor wohl. Es soll ja einfach mal wirklich was ganz anderes sein. Und das hat mich tatsächlich sehr interessiert. Ich arbeite ja selber in der Nachrichtenredaktion und beschäftige mich deswegen schon berufsbedingt ja viel mit Medien. Und das ist natürlich eine Geschichte, die mich sofort angesprochen hat. Deswegen habe ich mir das gekauft und werde dir dann berichten, wenn ich es gelesen habe. Und dann habe ich noch ein Buch, was ich auch schon vor einigen Wochen zugeschickt bekommen habe von Piper. Und auch hier habe ich wieder den Sticker abgemacht. Und zwar ist das von Linus Geschke, Wenn sie lügt. Auch mit einem Farbschnitt. Und hier geht es um eine perfekte Clique.
Eine hat sich dann aber in einen Mann verliebt und das scheint wohl nicht der richtige für sie gewesen zu sein. Und hier steht, dass die 17-jährige Nora mit David zusammen war, der 4 Jahre älter war als sie, und diese Beziehung hat nicht so lange gehalten. Und die Clique ist daran aber irgendwie zerbrochen und David tötet irgendwie ein Liebespärchen. Und auf der Flucht davon ist er gestorben. Und dann war Nora, die ja mit ihm zusammen war, nur noch so die Freundin des Killers. So, was ja schon mal echt scheiße für sie ist und natürlich noch viel schlimmer für die, die gestorben und ermordet wurden. Und dann ist es so, dass ein Jugendfreund von ihr 20 Jahre danach wieder an den Ort zurückkehrt und dann ein bisschen was über Nora erfährt. Sie bekommen nämlich Drohbriefe und die wollen dann natürlich schauen, wer ist es, was ist da passiert und was ist jetzt eigentlich da los. Ich finde, das klingt so, so, so gut und so nach genau dem Richtigen für so einen Sommerabend, wo man sich ein bisschen gruseln will. Ja, bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Und der Titel des Buchs ist Wenn sie lügt. Und am Ende dieses Klappentexts steht es auch, dass Goran, also der Freund, also der Kumpelfreund von Nora, immer dachte, dass Nora die Wahrheit sagt. Und dann steht hier aber was, wenn sie lügt? Vielleicht hatte sie ja was mit den Morden zu tun an diesem Liebespärchen. Weiß ich noch nicht. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir natürlich nicht sagen, weil ich dir nicht die Spannung nehmen will. So. Jetzt komme ich zu dem letzten Buch, was ich dir so zeige. Und hier habe ich noch Notizbücher, die ich dir einfach nur schnell zeige, weil ich weiß, dass es manche interessiert und ich die wirklich, wirklich schön finde. Dieses Buch von Jane Anderson und Jennifer Nadel, wie auch immer, We, habe ich bekommen von meiner Freundin Anne, die absolut im Akte X-Fieber ist, wo ja Gillian Anderson eine der Hauptrollen gespielt hat. Und sie hat mir zum Geburtstag geschenkt und gesagt, hey, du brauchst doch Lebensfreude und weiß ich nicht was alles. Und hier gibt es darum, ja, wie so eine Anleitung, um alle, die nach Happiness streben, so, ja, zu befriedigen damit, ja. Und ich habe noch nicht reingelesen. Anne hat sich das auch gekauft. Und Gillian Anderson ist ja, hat ja eine riesige Fanbase. Ich habe ja mit Akte X überhaupt nichts am Hut. Deswegen bin ich mal sehr gespannt drauf. Es ist auch auf Englisch, das Buch. Ich weiß nicht, ob es das... Ich glaube, es gibt es aber auch auf Deutsch. Und ich, ja, bin einfach gespannt, was diese beiden wundervollen Damen mir noch so beibringen können fürs Leben. Genau, das sind so die Bücher, die bei mir eingezogen sind, die ich dir unbedingt zeigen wollte. Und jetzt im Schnelldurchlauf zeige ich dir noch... ich glaube, das eine habe ich schon mal gezeigt, aber... drei Notizbücher, die ich irgendwie süß fand. Zum einen und auch, was ich damit machen will, weil ich habe ja sehr viele Notizbücher. Das ist eins, das habe ich bei, wie heißt denn das jetzt, Flying Tiger gekauft. Das ist hier mit so einem Herz so zum Öffnen. Finde ich richtig süß und da möchte ich einfach mir von, ja, wie soll ich sagen, von Menschen, die mich hier in meiner neuen Wohnung besuchen, wenn ich vielleicht auch irgendwo anders hinfahre oder so, einfach von Menschen, die ich liebe und die mich lieben, schöne Dinge reinschreiben lassen und auch selber Momente sammeln. Ich habe ein Buch, wo ich schöne Erinnerungen drin sammle, aber hier möchte ich auch noch andere Menschen zu Wort kommen lassen. Das fand ich einfach hübsch. Dann habe ich mir eins gekauft, 100 Things, wo man für sich selber sozusagen einfach eintragen kann, was für 100 Dinge man noch erleben will. Und man schreibt dann rein, was, warum und wie. Und dann kann man, wenn man es gemacht hat, auch eintragen, dass man es gemacht hat und wann. Und das finde ich so cool, weil ich finde, dass man viel zu oft sagt, ja, das mache ich irgendwann und dieses irgendwann nie selbst in die Hand nimmt. Und das möchte ich unbedingt tun für einige Dinge, für 100 Dinge, um genau zu sein. So viele muss ich erstmal sammeln, aber selbst wenn ich erstmal nur 5 sammle, ist das was, was ich unbedingt machen will. Genau. Ich hatte in dem letzten Video schon gezeigt und habe dazu ein paar Fragen bekommen, dass ich hier so ein Dankbarkeitstagebuch mir geholt habe. Und das ist das von Lebenskompass. Die haben ganz viele verschiedene Journals. So sieht es aus. Und wenn du dich für sowas interessierst oder einfach mal gucken möchtest, was es gibt, kann ich dir nur empfehlen, bei Lebenskompass zu gucken. Ich habe da wunderschöne Journals für mich gekauft. Und das ist eben das, was ich aktuell pflege. Und dann, das Letzte, was ich dir zeigen will, habe ich mir gekauft, als ich auf Langeoog war. Das ist ja meine liebste deutsche Insel. Und ich sehe gerade, dass ich es für 20 Euro gekauft habe. Grafikwerkstatt, also es liegt immer so bei dem ganzen Papierkram. Gedankensammler heißt es. Das ist ein, ja, mittelgroßes Notizbuch, würde ich sagen, wo einfach hier so Punkte drin sind. Und da möchte ich im nächsten Jahr, also wenn das nächste Jahr beginnt,
aufschreiben, was für Gedanken ich mit ins nächste Jahr nehmen will. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich möchte quasi zum 31.12. schon anfangen, so ein paar Gedanken aufzuschreiben, die ich im alten Jahr auch lassen möchte. Und dann möchte ich am 1.1., 2.1. oder wann auch immer mich mal hinsetzen und alles an Gedanken so aufschreiben. Und das möchte ich für mich zur Tradition machen, dass ich das immer am Ende und am Anfang eines neuen Jahres, wow, mach, um meine Gedanken zu sammeln. Und ich finde das so schön, dass ich es mitgenommen habe für unglaubliche 20 Euro, wie ich gerade gesehen habe. Und das sind tatsächlich alle Bücher, die ich dir gerne zeigen wollte. Du kannst mir richtig gerne mal sagen, ob du eins oder mehrere der gezeigten Bücher bereits selbst gelesen hast. Wenn ja, natürlich auch, wie du sie fandest. Und vielleicht auch so, ja, ein bisschen erzählen, was bei dir in letzter Zeit so eingezogen ist. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Hab's fein. Ciao!